Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 22.02.2023. Und hier gab es eventuell schon einen Startschuss für unsere SKS-Auflösung jetzt am Dienstag. Wir gucken mal, was er gemacht hat. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass er ja zum Montag durchaus noch ein bisschen Bewegungspotenzial liegen lassen hat und das gegebenenfalls zum Dienstag noch nachholt, weil es einfach vom Timing her überfällig wäre, die SKS jetzt in die Auflösung zu drängen. Und das hat er auch getan, ist genau auf dem Bereich, wie wir es haben wollten, hier unten draufgestoßen, auf die 372 nochmal. Ist auch von dort nach oben, auch das haben wir gesagt, ja, dass er bestimmt in die 365, 400 nochmal zurückzieht. Und dann war wichtig, dass er zum Nachmittag nochmal neue Tief bringt. Die sind erstmal noch nicht gekommen. Ja, das heißt aber nicht, dass es nicht noch kommen kann zum Mittwoch. Das wird auf jeden Fall sehr interessant und wird wahrscheinlich sogar ein kleiner, na, Entscheidungstag jetzt hier für die nächsten Tage. Es hat auch bei den YouTube-Kommentaren jemand gefragt, Martin, das ist da so weit nach unten gefallen, warum ist das so weit nach unten gefallen und warum so schnell und warum so früh? Und ganz ehrlich, das ist mir total egal. Ich habe auch keine Ahnung. Und wenn du jemanden fragst am Parkett in Frankfurt, der guckt auch bloß in die Nachrichtenleiste, guckt, was wurden für Nachrichten gepostet und zitiert dann das, wo er sagt, das sieht am plausibelsten aus. Aber auch er kennt doch nicht die ganzen Händler, die hier ordern. Ja, wer kann denn unseren DAX bewegen? Das können nicht die Leute in Frankfurt. Das können auch nicht die Leute in New York. Das sind die Menschen oder Institute oder Unternehmen, die sich entscheiden, Assets jetzt abzustoßen. Und die Gründe, die kennt nur derjenige, der verkauft. Stellt euch mal vor, ich sitze auf 1 Milliarde Euro, befinde mich gerade in Südafrika und stelle fest, Mensch, geil. Kumpel will seine Farm verkaufen. Brauche ich mal 200 Millionen. Was mache ich? Verkaufe einfach mal ein paar Baskets. So, dann sage ich, okay, hier, keine Ahnung, entweder ich rufe meinen Broker an oder ich mache es selber und sage, hau die Dinger raus. Dann drückt er auf den Knopf und dann wird das elektronisch an die Börse übermittelt und ausgeführt. Wer kennt zu diesem Zeitpunkt den Grund, warum ich verkauft habe? Niemand. Ich und mein Kumpel kennen die, weil ich mit dem dickes Geschäft machen will und seine Farm hier überschreiben lassen will, ne, für 200 Millionen, wird sich der eine oder andere denken, ja, was ist denn da unter der Farm drunter? Diamantenhöhle oder wie auch immer, aber müssen wir ja nicht weiter ins Detail gehen. Fakt ist, niemand weiß, warum ein Händler verkauft oder verkauft. Das können alle nur mutmaßen. Auch ein Markus Koch, der sich hinstellt und sagt, okay, die Händler in New York haben gesagt, dass das und das, sind alles nur Mutmaßung. Die wissen nicht, warum die Leute kaufen und verkaufen. Sie wissen es nicht. Vielleicht haben sie jemanden, der auch direkt an sie die Order gegeben hat, ne? Der einen Grund dafür nennt. Aber dann ist es nur einer von vielen. Ja, aber auf der ganzen Welt handeln Leute, auf der ganzen Welt stoßen Leute Orders ab oder wie auch immer. Und man weiß nicht, was dahinter liegt. Ja, es kann sein, da hat einer gerade im Lotto gewonnen oder was und will irgendwo fett 100 Millionen durchparken und drückt die mal schnell rein in dem Moment, wo der Markt ein bisschen runterkommt. Wupp, weißt du nicht, das weiß keiner. Ne? Und von daher können wir das auch kurz machen mit der Suche des Warum, denn das ist die häufigste Krankheit, die eigentlich die meisten haben. Sie suchen den ganzen vollen Tag, warum ist was gefallen, warum ist was gestiegen und dann probieren sie daraus für die Zukunft zu schließen. Das funktioniert erfahrungsgemäß gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ja, und in der Regel rennen die Leute immer nur hinterher, sind immer zu spät, ja, sind im absoluten Tief dann Short und im absoluten Long dann, im absoluten Hoch dann Long, ja, weil sie immer dem Markt versuchen hinterher zu rennen. Und deswegen setzen wir uns hin und entstellen Szenarien, bullische, bärische Szenarien, ja, also Negativ-Szenarien, Positiv-Szenarien, sagen von vornherein, wir wissen nicht, was morgen kommt. Und es ist uns auch total egal, was morgen kommt. Ja, es ist mir total Rille, ob der steigt oder fällt. Aber wir können anhand bestimmter Bewegungsabläufe, die sich im Markt immer wieder wiederholen, einfach eine gewisse Erwartungshaltung setzen. Ne? Wir können Risiko bewerten, wir können Chancen bewerten und können uns sagen, okay, wenn der Markt einen bestimmten Bereich unterwandert oder überbietet, dann erschließen sich Chancen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Ja, und demzufolge nach haben wir letztendlich einfach Szenarien, die wir betrachten können, die in der Konsequenz dann eben das ein oder andere Szenario bedienen. Und somit, es ist reine Mathematik, es ist reines Geschäft, wo wir am Ende einfach nur sagen, okay, wie viel Geld setze ich auf das Szenario, wo begrenze ich das ab, wo sichere ich das ab? Auch das ist so ein Kritikpunkt oder so ein Knackpunkt, wo viele eigentlich dran scheitern, weil sie gar nicht erst abgrenzen. Sie sagen einfach, okay, ich glaube an Szenario 1 oder 2, dann hauen die ihre Kohle da rein, machen kein Risikomanagement und wundern sich dann, dass unterm Strich es zwar ab und an mal Spaß macht und ab und an mal nicht Spaß macht, aber eigentlich
auf die Dauer einfach nichts bei rumkommt. Ja, und das ist eher so das Kernproblem bei den meisten, soll hier aber nicht Gegenstand sein. Ich wollte bloß nochmal kurz erläutern, eben weil wieder mal die Frage kam, warum ist es denn gefallen? Niemand weiß das. Niemand weiß das. Ja, kann eine Nachricht kommen von steigenden Zinsen oder wie auch immer und der Markt fällt plötzlich. Nächste Woche steigt der Markt und es kommt eine Nachricht von steigenden Zinsen, dann kommt wieder eine Nachricht von steigenden Zinsen und es fällt, dann kommt wieder eine Nachricht von steigenden Zinsen und es steigt. Du kriegst es einfach auch aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht übereinander gelegt, warum der Markt reagiert, wie er reagiert. Weil das, was den Markt bewegt, immer Market Orders sind. Da kannst du auch ins Volumenbuch gucken, wie du willst, in die Volumenorders. Kannst du gucken, wo du willst. Ne, wo hat wer was, wie, welche Häufchen sitzen, in den Optionen, in den Verfallsdiagramm, kannst du überall suchen. Aber all das, was wir sehen, was wir Stand jetzt sehen können, ist immer Vergangenheit und es bewegt nicht den Markt. Das, was den Markt bewegt, ist das, was aktiv reingestoßen wird und zwar im Moment Market. Ja, wenn in dem Moment jemand sagt, Bäm, los, jetzt ich verkaufe. Ja, und in diesem Moment, dieses Bäm, jetzt ich verkaufe, kannst du nicht voraussehen. Na? Wir können einfach durch die Abläufe nicht voraussehen, wie es fällt, aber wir können voraus prognostizieren, wie weit es zum Beispiel typischerweise stellen würde, weil eben wir am Chart ableiten können, wo die Bereiche liegen, wo Leute dann wieder einsteigen, wo Leute Positionen vielleicht auflösen, wo eine Bewegung vielleicht auch beschleunigen kann, einfach weil sie jeglichen Support dann im Bewegungsverlauf verliert. Ja, und wohin auch Ziele gehen können. Und Ziele haben wir aus der Bewegung von der SKS zum Beispiel, wenn denn die Nackenlinie irgendwann mal durchschlagen wird im Bereich um 2,50, durchaus im Bereich zwischen 14.850 und 14.800 angesiedelt. Die ist sehr präsent, sie ist auch sehr im Fokus, sie ist sehr in aller Munde, kann man sagen. Erfahrungsgemäß laufen die dann immer eher ein bisschen dreckiger oder funktionieren nicht so richtig. Und das Allerwichtigste ist, die SKS wird erst aktiviert, wenn die Nackenlinie auch richtig bricht und der Markt dann darunter bleibt. Also wenn er bloß drunter sticht und er rennt dann nach oben, hat er nichts gekonnt, außer einen Dreifachboden zu machen, den er verteidigt hat, und dann steigt er oben raus und macht weiter. Und dann ist es keine SKS, ja? Also dann ist es zumindest keine, die richtig auflöst. Das ist dann trotzdem als SKS gültig, aber eben nicht mit der richtigen Auflösung. Und deswegen muss man auch hier drunter, sollte man sich nicht zu sicher sein, dass da auch wirklich dann bis 14.850, 14.800 läuft. Ja, das heißt, wenn man Short drinne hat, kann man auch, ist man völlig frei, auch zum Beispiel mal im Bereich um 15.200, 15.100, vielleicht schon mal einen kleinen Teilverkauf zu ziehen. Ne? Für den Fall, der zuckt von dort deutlicher zurück. Das ist ein prominenter Bereich, der wurde von unten oft angelaufen, kann zum Beispiel dann auch schön nach oben laufen. Jetzt zum Mittwoch zum Beispiel wäre jetzt erstmal ganz, ganz, ganz wichtig, dass er hier drunter kommt. Wir haben nämlich ein Problem, wir haben zum Nachmittag keine neuen Tagestiefs am Dienstag bekommen. Rein aus wochenzyklischer Sicht ist das im DAX immer etwas gefährlich für die Oberseite. Ja, wenn er nämlich jetzt auch zum Mittwoch Vormittag dieses Tief nicht unterboten kriegt und nur schwach reinstartet in den Bereich um 15.330, werden die Käufer hier mutiger werden und werden das Ding von hier einmal bis über die 15.460 heben. Und über 15.460 ist dann eigentlich der Weg wieder vollkommen frei bis in die Zone rein hier. 15.550, 15.600 fast. Und dann sieht die Welt gar nicht mehr so schlimm aus. Ja, deswegen durchaus aufpassen, der muss am Mittwoch zimmern. Der muss hier wirklich, der Startschuss muss hier, das muss hier richtig knallen. Ja, also mit Rauch und Geschrei und Toten. Der muss hier durch und auch ein neues Tief setzen und dann hält er durchaus gute Karten, zumindest erstmal bis 15.500, 15.100 zu kommen. Und dann muss ich zeigen, wie gut er drauf ist. Ja, also 15.200 bis 15.150, würde ich jetzt mal so sagen. 15.100 ist schon zu breit gegriffen. Ja, also das erste Teilstück hier. Ja, wenn denn er hier am Vormittag durchkommt. Das ist ganz wichtig. Kommt der hier nicht durch und der steht hier drin und dreht sich dann wieder rauf und macht Mittag, Nachmittag hier wieder dann drüber, also stellt sich ein kleines V hier hin, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er bis Tagesende durchsteigt und dann auch am Donnerstag noch was oben drauf setzt und schwuppdiwupp wieder bei 15.55 steht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, nicht zu sicher nehmen, nicht zu überzeugt davon sein, dass die SKS auch wirklich auflösen muss, sondern das Handeln, was kommt und das Handeln, was sieht. Und solange er sich in den Szenarien bewegt, die wir haben wollen, oder auch in dem Verlauf, gehen wir mit. Und wenn nicht, dann wird das so bloß gezogen und dann wird neu orientiert, dann wird neu geguckt und gegebenenfalls vielleicht einfach ein anderes Setup getradet, ein anderes Szenario. Das ist aber ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da nicht in irgendeinem Glauben oder in einer Meinung festhält. Sonst kann man auch nach Nachrichten traden. Ja? Wenn man Charttechnik dazu benutzt, sich eine Meinung zu bilden, die dann 100% eintreffen muss und man unbedingt das dann auch traden will, dann hat man nichts gekonnt. Dann kannst du auch wirklich Nachrichten traden und sagen, okay, Ukraine-Krieg, das muss ja alles fallen, Chinesen und bla.
Ich bleibe jetzt hier dauerhaft short und brauche ich mit Chart. Kann ich mit Chart technisch komplett klemmen. Ja. So, also Punkt. Wir haben das besprochen. Hier unten auch das Risiko mit der 15.200, 15.150 ein bisschen erläutert. Ansonsten, ja, 340 bis 300 ist der Bereich zum Hochdrehen für einen tiefen Mittwochstart, wenn er dann doch aufdrehen will und sich bis Donnerstag wieder hier hochzieht. Das ist ein bisschen gefährlich. Einfach, das macht er eben, das ist eben wieder so ein Punkt, das macht er einfach ganz oft. An einem Mittwoch, wenn er den Dienstag des Nachmittags tief nicht nochmal überboten hat, unterboten hat, dann kommt ganz oft so ein Vormittags kurz runter und dann lange nach oben raus. Das sieht man eben sehr, 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 sehr oft. Und das ist dann eben so, dass man hier auch, egal was die Nachrichten dann sagen, einfach sagen kann, okay, wenn ich das sehe, dass er runterkommt und er dreht sich direkt wieder hoch, dass ich vielleicht über Mittag, Nachmittag dann eher auf der Long-Seite probiere, meine Pünktchen zu holen. Ja? Muss hier durch. Muss unter 300. Muss wirklich richtig unter 300. Gut, dann mache ich jetzt hier zu, wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.